Lasst mich euch erklären, warum der Gepard der größte Scam Afrikas ist. Der Gepard ist wie ein Cookie, vor dem man sich ekelt, sobald man reinbeißt, weil er mit Rosinen statt mit Schokolade ist. Er mag mit bis zu 120 km pro Stunde das schnellste Tier der Welt sein, aber dann ist er mit seinem ca. 50 kg leichten Körper zu schwach, um seine Beute zu verteidigen. Der Gepard wird 24 Stunden am Tag von den Löwen gemobbt, die es lieben, sein elendes Leben zu beenden. Oder auch von den Hyänen, die ihm selbst im Alleingang sein Pausenbrot abnehmen. Weil sie wissen, dass Geparden solche Opfer sind, die sich eh nicht trauen, etwas dagegen zu tun. Sogar Geier, die zu lahm zum Jagen sind, nutzen die Tatsache aus, dass die Geparden überhitzen, nachdem sie so schnell gerannt sind, und kommen direkt vorbei, um die Beute zu stehlen. Alles, was der Gepard tun müsste, wäre, sich ein Beispiel an den Leoparden zu nehmen, die das beste Beispiel einer schlauen und leichten Katze sind, weil sie ihre Beute auf Bäume ziehen. So werden sie nicht von größeren Viechern auf dem Boden gefickt. Aber bei ihrer Auslegung auf Geschwindigkeit haben Geparden ihre einziehbaren Krallen eingebüßt und können daher nicht mehr mit toten Kadavern auf Bäume klettern. Dazu kommt noch, dass diese bedauernswerten Katzen 70% aller Jungtiere noch vor ihrem ersten Geburtstag verlieren. Hauptsächlich, weil sie von Löwen abgeschlachtet werden und so.